Willkommen bei der Jura Academy. Mein Name ist Herr Kleb und wir schauen uns in diesem Video die Grundlagen und einen Überblick einfach über das Deliktsrecht an. Wie kann man die Anspruchsgrundlagen im Deliktsrecht zunächst einmal strukturieren bzw. sortieren? Eine Möglichkeit besteht danach, die Anspruchsgrundlagen nach der Verantwortung des Schuldners zu sortieren. Warum ist das erst einmal wichtig? Wichtig ist das im Hinblick auch darauf, dass Sie zeigen Ihre praktische Kompetenz im Rahmen der Klausur. Das heißt, je weniger Anforderungen eine Anspruchsgrundlage im Hinblick auf die Beweislast desjenigen, der sie vorträgt, stellt, umso günstiger ist sie für denjenigen, der sie geltend macht und ist daher im Aufbau vorzuziehen. Und das sollten Sie auch zeigen, indem Sie zum Beispiel mit den Anspruchsgrundlagen beginnen, die kein Verschulden erfordern. Das wären zum Beispiel 833 Satz 1 BGB oder 7 Absatz 1 StVG sowie § 1 Produkthaftungsgesetz. Also mit diesen Anspruchsgrundlagen würden wir im Deliktsrecht starten, wenn sie überhaupt natürlich nach dem Sachverhalt in Betracht kämen und damit zeigen, dass wir wissen, dass das die Mandanten günstigsten sind, dem Grunde nach und aus diesem Grund damit beginnen. So, dann kommt die zweite Kategorie, und zwar wird hier bei den Anspruchsgrundlagen das Verschulden vermutet. Mit denen würden wir grundsätzlich fortfahren, wenn keine sonstigen Umstände dagegen sprechen. Und hier wäre insbesondere § 833 Satz 2, 831, 834 und 18 StVG zu nennen als die häufigsten Anspruchsgrundlagen, die in den Klausuren begegnen. Was haben wir so dann? So, dann haben wir Anspruchsgrundlagen, bei denen ist der Verschuldensnachweis nötig. Der kann sich in zwei Formen darstellen. Und zum einen kann es sein, dass ich Fahrlässigkeit nachweisen muss. Das ist die häufigste Komponente, die Sie haben. Und zwar bei 823.1 ist das ja der übliche Regelfall. Auch bei 823 Absatz 1 oder Absatz 2, wenn Absatz 2 ein Schutzgesetz in Bezug nimmt, das eben gerade Fahrlässigkeit nur erfordert, sowie § 839. Gelegentlich wird es noch Anspruchsgrundlagen geben, die noch höhere Hürden setzen. Und zwar ist dann der Nachweis von Vorsatz nötig. Hier haben wir zum Beispiel 823 Absatz 2 und jetzt stellen Sie sich vor in Verbindung mit irgendeiner Norm des StGB. Also wenn eine Sache vorsätzlich zum Beispiel geschädigt wird, dann haben Sie 823 Absatz 2 in Verbindung mit 303 StGB. Und wenn Sie eben 303 StGB prüfen, müssen Sie den Vorsatz hier feststellen. Sie sehen also Nachweis nötig im Hinblick auf den Vorsatz. Was wichtig ist in der Klausurbearbeitung, ist, dass Sie deutlich hervorheben, in welcher Kategorie Sie sich befinden. Das hört der Korrektor ganz gerne, dass er genau weiß, derjenige hat verstanden und weiß ganz genau, was das Prüfungsprogramm ist. Das machen Sie natürlich im Verschulden deutlich und ansonsten zeigen Sie Ihre Praxistauglichkeit aufgrund allein schon der Gliederung Ihrer Anspruchsgrundlagen nacheinander, wie soeben dargelegt. Schauen wir uns erst einmal überblickshalber so die Standardnorm aus dem Deliktsrecht an. Das ist § 823 Absatz 1 und hier wollen wir einmal nur den Aufbau durchgehen, also zunächst den haftungsbegründenden Tatbestand uns angucken. Der beginnt mit der Rechtsgutsverletzung, also ein Rechtsgut muss verletzt worden sein. Das Ganze muss durch eine Verletzungshandlung passiert sein. Wir werden uns dann die Qualität angucken, welche Qualität eine Verletzungshandlung haben muss und wie sie begangen werden kann. Und so dann prüfen Sie haftungsbegründende Kausalität, ganz normal nach der Kausalitätslehre, die wir uns auch gleich überblickshalber anschauen, und die Rechtswidrigkeit, das Verschulden. Und so dann kommen Sie auch schon zum haftungsausfüllenden Tatbestand. Also es ist so, dass wir hier noch den Schaden prüfen und dann die haftungsausfüllende Kausalität nach den üblichen Regeln. So dann schauen wir, ob gegebenenfalls ein Mitverschulden vorliegt. Wer sich jetzt fürs Examen vorbereitet, dem muss einfach klar sein, Sie müssen im Schlaf dieses Schema runterbeten können, beziehungsweise es dem Gesetz entnehmen können, dass Sie sauber hier unterscheiden und einfach, damit Sie sich damit nicht aufhalten. Also das ist etwas, das Ihnen grundsätzlich erstmal sehr leicht fallen soll. So, dann schauen wir uns erstmal an, was für geschützte Rechtsgüter es gibt. Also Sie haben ja gerade eben gesehen, Rechtsgutsverletzung, was fällt da eigentlich drunter, ist zunächst einmal ziemlich einfach, weil wir schauen dazu ins Gesetz und finden in Variante 1 bis 3 Leben, Körper und Gesundheit. Ja, so dann Variante 4 sagt, die Freiheit ist geschützt, Variante 5 sagt Eigentum und dann Variante 6 etwas wachsweich, sonstige Rechte, da müssen wir uns dann fragen, was ist das eigentlich? Aber bevor wir zu den sonstigen Rechten kommen, schauen wir uns erst einmal die Varianten 1 bis 5 an und schauen, gibt es dort vielleicht besondere Aspekte bzw. besondere Probleme, die ich in diesem Zusammenhang beachten muss. Wie sieht es denn aus mit Leben, Körper und Gesundheit? Leben ist denkbar einfach, das Leben ist weg, wenn einer getötet worden ist. Ja? Und dann ist das Leben verletzt, also nichts, wo wir uns aufhalten müssen. Körper
ist einfach die Verletzung der körperlichen Integrität und die Gesundheit ist das Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustands. Hier also Querdenken, Sie kennen diese Definitionen und Begrifflichkeiten bereits aus dem Strafrecht, müssen Sie für die Definition dort beherrschen, insbesondere für die Körperverletzung. Aus diesem Grund für Sie völlig unproblematisch, hier kurz nur anzuführen, zu definieren und dann in der Prüfung vorzugehen. Schauen wir uns einmal die Verletzung von Körper und Gesundheit näher an. Wichtig ist an dieser Stelle, neben dem, dass es dem Grunde nach einfach ist, hier zu subsumieren, dass es eine Weiterauslegung der Körperverletzung eben gibt und diese geboten ist. So zum Beispiel, wenn Sie eine Vernichtung von Körperbestandteilen im Sachverhalt entdecken, welche für eine Eigentransplantation zum Beispiel vorgesehen waren. Also jemand hat sich irgendwelche Teile der Haut transplantiert, entnehmen lassen zunächst, damit sie später wieder eingefügt werden kann, für welchen Fall auch immer. Oder irgendwelche Organteile entnehmen lassen. Da können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und diese sind eben erfasst, wenn sie dafür vorgesehen sind, später wieder in dem Körper eingesetzt zu werden. Ähnliches gilt für die Vernichtung von eingefrorenen Sperma, für den Fall der Unfruchtbarkeit, also auch die Einsetzung in einen anderen ist erfasst, insoweit eben diese, die Körperlichkeit dieser entnommenen Körperteile weiterhin fortbesteht. Das ist eigentlich so das entscheidende Kriterium, mit dem Sie arbeiten müssen. Bei der Gesundheitsverletzung ist einfach wichtig, sich den klassischen Fall auch zu merken, dass die Infizierung mit dem HI-Virus auch ohne Ausbruch der Krankheit, also noch ohne, dass es wirklich zu diesem pathologischen Zustand gekommen ist, erfasst ist, weil die hier, hier ist das bereits angelegt, hier ist es eben im Körper vorhanden und das ist ausreichend, das ist wichtig für die Abgrenzung, dass man diese Fallgruppen einfach mal auseinanderhält, wo wir auch schon jetzt zur Freiheit kommen können. Freiheit relativ einfach. Hier ist eben notwendig, auch eine Parallele zum Strafrecht, die Sie hier ziehen können. Also lernen Sie immer in Zusammenhängen, ist eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung der körperlichen Fortbewegungsfreiheit und nicht ausreichend ist gerade die bloße Beeinträchtigung der Handlungs- und Entschlussfreiheit. Kommen wir zum Eigentum. Beim Eigentum wird es schon ein wenig komplexer und hier haben Sie natürlich sehr viele sehr examensrelevante Fragestellungen, die Sie sauber auseinanderhalten müssen. Wir werden dazu ein gesondertes Video machen, weil wir uns diese Themen einfach mal gesondert angucken müssen. Zunächst ist wichtig, dass Sie einen Überblick haben, was für ein Problemspektrum in diesem Zusammenhang auftauchen kann. Also die Eigentumsverletzung vollzieht sich zunächst primär dadurch, dass die Substanz der Sache verletzt wird. Also ich nehme Ihnen Palan, schlag ihn auf den Boden und der Rücken bricht ab. Und hier die Problematik, die sich ergibt, weil wenn es um diese einfachen Substanzverletzungen, geht, sind zum Beispiel die sogenannten Weiterfressermängel. Auch diese werden in diesem gesonderten Video behandelt, weil es sich um eine wichtige Problematik und eine sehr klausurträchtige Problematik handelt. Hier geht es darum, dass eben ein bestehender Mangel weiterwirkt auf die Sache und eben diese Sache so dann weiter beschädigt. Hier müssen wir uns die einzelnen Fallgruppen ansehen und ganz genau differenzieren, wann eben eine Eigentumsverletzung angenommen werden kann und wann eben die spätere Verletzung von der ursprünglichen Verletzung, wenn Sie so wollen, umfasst war und beziehungsweise die Entwertung der Sache bereits angelegt war in der Mangelhaftigkeit der Sache. Ohne jetzt hier deutlich auszuführen, müssen Sie sich einfach merken, das ist ein problematischer Punkt, den müssen Sie beherrschen. Wie gesagt, schauen wir uns dann auf jeden Fall sehr genau an. Sodann Eigentumsverletzung auch möglich durch Sachentziehung, indem ich Ihnen eben Ihren Paarland jetzt nicht mehr auf den Boden schlage, sodass er kaputt geht, sondern ich entziehe Ihnen den Paarland. Hier ist allerdings zu beachten die Konkurrenz zum EBV und inwieweit das Deliktsrecht Anwendung findet. Das ist ein ganz wichtiges Problem, was Sie an dieser Stelle beachten müssen und in der Klausur von größter Bedeutung, weil wenn Sie hier eben das falsche Rechtsgebiet prüfen, ist klar, dass das mit sehr erheblichen Abzügen belegt wird. Deswegen hier einfach Sensibilität an den Tag legen und ganz sauber differenzieren. So, dann ist die Möglichkeit der Eigentumsverletzung durch Zuordnungsverletzung gegeben, also zum Beispiel der gutgläubige Erwerb eines Dritten ist zu behandeln, beziehungsweise einmal wie sieht es aus im Hinblick auf den Veräußerer und wie sieht es aus im Hinblick auf den Erwerber, wer von beiden kann überhaupt das Eigentum verletzt haben. Auch diese Sachen werden wir uns in diesem separaten Video zum Eigentum genau ansehen und einfach angucken, welche der beiden Parteien hier gegebenenfalls unter das Deliktsrecht fällt. Und dann kommt noch die Beeinträchtigung der Nutzung in Betracht.
und hier insbesondere die Abgrenzung zur Beeinträchtigung als bloßen Vermögensschaden. Hier gilt es auch sauber zu differenzieren, werden wir uns anhand der Rechtsprechung den zwei wichtigen Fällen des BGH, die es dazu gibt, angucken. Also Sie merken sich jetzt erstmal Eigentumsverletzung, die vier Formen kommen grundsätzlich in Betracht und diese drei Probleme und diesen einen Aspekt bei der Zuordnungsverletzung, die müssen wir uns genauer angucken und für die Klausur einfach parat haben. Kommen wir zu den sonstigen Rechten. Bei den sonstigen Rechten ist zunächst zu beachten, dass § 823 Absatz 1, wie Sie ja wissen, kein Generaltatbestand darstellt, insoweit, dass wer einen anderen verletzt, muss haften, sondern hier geht es eben darum, dass wir einen abgeschlossenen Katalog haben an Rechten und die Öffnung insoweit bei § 823 Absatz 1 nur dort besteht, wo die sonstigen Rechte da sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt alles unter die sonstigen Rechte packen können, weil wir ansonsten diese Enumerik Begrenzung der verletzbaren Rechtsgüter verletzen würden, wenn wir das jetzt eben uferlos gestalten würden. Also müssen wir eine enge Auslegung vornehmen, da wir eben keine Generalklausel haben. Wie gehen wir da vor? Wir sagen, okay, es müssen Rechte sein, die irgendwie mit den Rechtsgütern, die dort enthalten sind, zum Beispiel das Eigentum, vergleichbar sind. Was ist dem Eigentum, was ist dem Eigentum typisch? Was wohnt dem Eigentum inne? Das Eigentum ist ein Recht, das ein Zuweisungs- und Ausschlussgehalt hat. Das heißt, ich kann sagen, wer auf die Sache einwirken kann, ich kann auf die Sache einwirken und ich kann andere ausschließen, auf die Sache einzuwirken. Das ist genau die Funktion des Eigentums und aus diesem Grund ist es ein sogenanntes absolutes Recht, dem eine Zuweisungs- oder Ausschlussfunktion zukommt. Das sind so die Signalwörter für die Klausur, die Sie erstmal einleitend im Rahmen des sonstigen Rechts bringen. Welche sonstigen Rechte sind grundsätzlich anerkannt? Zum einen haben wir hier beschränkt dingliche Rechte, die wirken eben dinglich, absolut, und haben eine Zuweisungs- und Ausschlussfunktion, wie zum Beispiel Grundpfandrechte, dann auch Eltern- bzw. Familienrechte. Hier ist insbesondere zu bemerken das Recht zur elterlichen Sorge. Hier ist ebenfalls eine Zuweisungs- und Ausschlussfunktion anderer eben auf das Kind einzuwirken vorhanden und der räumlich-gegenständliche Bereich der Ehe zum Beispiel. Also das wäre eben die gemeinsame Ehewohnung, wenn der Partner zum Beispiel eine Geliebte mit reinbringt und dort wohnen lassen würde. Das ist ein Bereich, die Ehe ist grundsätzlich rechtlich nicht geregelt, insoweit, dass der Staat sich dort einmischt. Aber insoweit es um den räumlich-gegenständlichen Bereich der Ehe geht, ist hier ein Anspruch aus § 823 Absatz 1 in Verbindung mit 1004 denkbar, dass eben ein Unterlassensanspruch bestehen würde, dass der Ehepartner es unterlässt, die Dame ins Haus zu lassen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist als sogenanntes Rahmenrecht anerkannt, ebenso wie das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Wichtig ist, dass Sie diese zwei Rechte als zusammengehörig sehen, und zwar insoweit, weil diese viele Parallelen haben. Zum einen sind diese Rechte subsidiär. Das heißt, wenn Sie eine Verletzung am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb haben, aber Sie hatten vorher schon eine Eigentumsverletzung, die Sie angenommen haben und der Schaden war davon umfasst und wir haben hier ein Gleich, der Anspruch ist auf das gleiche Ziel gerichtet und umfasst eben das, was auch bei der Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb umfasst wäre, so wäre dieser Anspruch, also so ist er, subsidiär, insoweit Sie auf die sonstigen Rechte abstellen, auf die Rahmenrechte. Das Gleiche gilt fürs allgemeine Persönlichkeitsrecht. Also wenn hier bereits aufgrund anderer Rechte eine Ersatzfähigkeit besteht, tritt Subsidiarität ein und Sie können eben nicht mehr darauf zugreifen. Für die Klausur bedeutet das für Sie, Sie prüfen diese Rechte nachrangig. Sie prüfen zunächst insbesondere das Eigentum, eine Eigentumsverletzung und die anderen Rechte und erst dann gehen Sie aufs APR oder eben aufs Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein. Wichtig in der Klausur ist neben der Feststellung, dass hier, so können Sie nur zeigen, dass Sie wissen, dass das subsidiär ist, dass Sie einfach dann, sollte es ein Recht geben, was es umfasst, erstmal das Recht prüfen und dann sehr wohl das APR oder das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb heranziehen und dann aber sagen, ist subsidiär. Also dann nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, aber ich denke, das ist klar. Eine weitere Besonderheit bei den Rahmenrechten ist, dass die Rechtswidrigkeit nicht indiziert wird, aber das werde ich nochmal wiederholen, wenn wir uns mit der Rechtswidrigkeit gleich beschäftigen. Ein weiteres sonstiges Recht, und es ist wichtig, das einmal einfach behandelt zu haben, deswegen habe ich das ein wenig ausgeklammert jetzt aus der Darstellung vorher, ist der Besitz.
Wir müssen uns fragen, inwieweit der Besitz von § 823.1 geschützt ist. Und hier müssen Sie einfach die Sensibilität entwickeln, dass Sie aufzeigen, das ist erstmal problematisch. Das ist erstmal der erste Schritt in der Klausur. Und so dann müssen Sie irgendwie trennen. Ja? Der bloße Besitz, also der unberechtigte Besitz, ist als bloß tatsächliche Position nach der herrschenden Ansicht gar nicht erfasst. Ihm fehlt nämlich jedweder Ausschluss- und Zuweisungsgehalt, was sich daraus ergibt, dass er bloß tatsächlich ist. Sie können hier eine andere Ansicht vertreten, müssten dann jedoch den Streit aufmachen. Hier dürfen Sie mit der herrschenden Meinung recht zügig arbeiten, da diese recht gefestigt ist. Sodann gilt es aber, den bloßen Besitz vom Recht zum Besitz, den berechtigten unmittelbaren Besitz zu unterscheiden. Dieser, dem wohnt sehr wohl eine Ausschluss- und Zuweisungsfunktion inne. Und diese folgt hier aus dem berechtigenden Vertrag, welcher gerade den Besitzer berechtigt, über die Sache in bestimmter Art zu verfügen und kein anderen. Und insoweit kommt hier dem berechtigten Besitz, dem Recht zum Besitz, eine Zuweisungs- und Ausschlussfunktion zu. Also hier wichtig die Trennung in diese zwei Teile. Das ist erstmal die Grundlage für die Klausur, dass Sie überhaupt dorthin kommen, hier ein Problem aufzumachen. Alles andere ist Argumentationsfrage. So, dann der berechtigte Mitbesitz, könnte man sich fragen, wie sieht das denn hier aus? Könnten eben Mitbesitzer sein, die ähnlich wie jetzt hier beim Recht zum Besitz nur gemeinsam besitzen. Und hier ist wichtig, dass sowohl gegenüber Dritten als auch Mitbesitzer zu Mitbesitzer jeweils ein Schutz über 823 Absatz 1 gewährleistet wird. So, dann ist noch zu fragen, wie sieht das denn eigentlich mit dem mittelbaren Besitz aus? Beim mittelbaren Besitz ist wichtig zu erfassen, dass gegenüber Dritten ein Schutz über § 823 Absatz 1 in Betracht kommt, aber nicht gegenüber dem unmittelbaren Besitzer. Das ist eine Differenzierung, die Sie an dieser Stelle vornehmen müssen und auch dann in der Klausur darlegen müssten. Kommen wir zu dem Schadensposten beim Besitz. Welche Schadensposten können wir bei der Verletzung des Besitzes insbesondere fruchtbar machen? Zum einen ist das der Nutzungsschaden und zum anderen ist es der Haftungsschaden. Also wir müssen gucken, wann eine hinzunehmende Einbuße in Abgrenzung zu ersatzfähiger Beeinträchtigung vorliegt. Und das machen Sie genauso wie bei der Eigentumsverletzung. Also Sie erinnern sich an die Folie vorher, wo ein Problem liegt und wo eine Vertiefung notwendig ist. Hier würden Sie beim Besitz ganz genauso vorgehen. Also beim Video zu den besonderen Schäden im Eigentum bzw. zur Eigentumsverletzung beachten Sie auch diesen Posten im Hinblick auf den Besitz. Das ist sehr wichtig und wir werden das aber auch anhand der Rechtsprechung des BGH ganz genau aufzeigen, dass hier keine andere Bewertung vorliegen würde, je nachdem, ob Besitz oder Eigentum geschädigt worden ist. Zum anderen kommt ein Haftungsschaden in Betracht. Es kann ja sein, dass infolge der Beschädigung durch einen Dritten der Besitzer gegenüber dem Eigentümer aus irgendwelchen Gründen schadensersatzpflichtig wird. Dieser Schaden, den er gegenüber dem, also diese Haftung, die seinerseits gegenüber dem Eigentümer nun besteht, ist sein eigener Schaden gegenüber demjenigen, der sein Besitz geschädigt hat. Also an dieser Stelle beim Besitz denken Sie an Nutzungsschaden und Haftungsschaden und prüfen beide Punkte einfach sauber in der Klausur durch. Schauen wir uns mal den Vermögensschaden an. Ist ein Vermögensschaden von § 823 Absatz 1 erfasst? Das ist die zentrale Frage an dieser Stelle. Und so aus dem Bauch raus würden viele bestimmt diese Frage damit beantworten. Nein, Vermögen ist nicht von § 823 Absatz 1 umfasst. Das ist nur halbrichtig. Sie müssen hier differenzieren, das ist extrem wichtig, dass Sie den primären Vermögensschaden vom sekundären Vermögensschaden unterscheiden. Der primäre reine Vermögensschaden ist nicht von § 823 Absatz 1 erfasst, lediglich über § 826 oder § 823 Absatz 2. Aber wie Sie wissen, zum Beispiel bei § 823 Absatz 2 sind die Anforderungen höher. Das heißt, hier brauche ich ein Schutzgesetz, das noch verletzt worden ist. Und aus diesem Grund ist hier gerechtfertigt, den Vermögensschaden zu erfassen. 823.1 erfasst den primären Vermögensschaden nicht. Fraglich ist, wie allerdings vorzugehen ist, wenn ein sogenannter sekundärer Vermögensschaden vorliegt. Das heißt, das ist ein Vermögensschaden, welcher aufgrund einer primären Rechtsgutsverletzung, das ist wichtig, ein Vermögensschaden, welcher aufgrund einer primären Rechtsgutsverletzung eintritt. Das heißt, etwas wird beschädigt, und zwar ein von § 823 Absatz 1 erfasstes Rechtsgut. Und erst im Nachhinein, aufgrund dieser Verletzung, ergeben sich weitere Vermögensschäden. Das sind sogenannte sekundäre Vermögensschäden, die sehr wohl erfasst sind
von Paragraph 823 Absatz 1, also hier eine wichtige Differenzierung, und die Aussage Vermögensschäden werden von Paragraph 823 Absatz 1 nicht erfasst, ist so pauschal zumindest nicht zutreffend. Schauen wir uns einmal die Verletzungshandlung an. Sie ist möglich in zwei Formen. Zum einen durch ein Tun, recht unproblematisch. Wenn Sie ein Tun im Sachverhalt haben, tun Sie sich gar nicht schwer, sagen, das hat er gemacht, das ist die Verletzungshandlung und dann ist gut. Und schwieriger sind die Konstellationen, in denen Sie ein Unterlassen vorfinden. Beim Unterlassen ist Pflichtwidrigkeit nur dann gegeben, wenn eine Handlungspflicht besteht. Das heißt, in der Klausur würden Sie damit anfangen, dass Sie sagen, ein Unterlassen ist nur dann relevant im Sinne von Paragraph 823 Absatz 1, wenn Pflichtwidrigkeit vorliegt. Pflichtwidrigkeit liegt vor, wenn eine Handlungspflicht besteht. Und dann müssten Sie prüfen, ob eine Handlungspflicht besteht. Woraus kann sie sich ergeben? Und da müssen Sie zunächst auf die allgemeinen Haftungstatbestände zurückgreifen. Also zunächst das Gesetz. Sagt das Gesetz vielleicht an irgendeiner Stelle, du musst handeln. Und wenn jemand aus Gesetz bereits handeln muss, dann ist es pflichtwidrig, wenn er nicht handelt, weil das Gesetz diese Pflicht vorsieht. So sind die Begriffe miteinander verknüpft. Und hier können Sie als klassisches Beispiel das elterliche Sorgerecht und die daraus folgende Pflicht für die Kinder zu sorgen heranziehen. Eine andere Fallgruppe kennen Sie bereits aus dem Strafrecht mit Sicherheit, das ist die sogenannte Ingerenz, also das pflichtwidrige Vortun. Mein Verhalten, zumeist deliktisch, bringt jemanden in eine Lage, wo ein Tun von mir geboten ist und auch eine Pflicht dahingehend besteht. Und diese begründet sich gerade aus der Ingerenz, also aus meinem pflichtwidrigen, vorangegangenen Tun. Das heißt, hier eben ist das Tun vorgeschaltet und dann ist mein Unterlassen in der Abwendung eines gegebenenfalls möglicherweise einzutretenden Erfolgs gegeben. So, und die dritte Möglichkeit, die es gibt, ist noch Vertrag, also vereinbarte Tätigkeitspflichten. Wenn ich eben vereinbare, auf Ihre Kinder aufzupassen, dann treffen mich die Pflichten, die mich aus der Auslegung des Vertrags, Sie würden den dann heranziehen, je nachdem, was es ist, die würden mich dann treffen. Und wenn ich diesen Pflichten nicht nachkomme, wie als Wachmann, dass ich mich schlafen lege, dann wäre eben auch ein pflichtwidriges Unterlassen festzuhalten. Ein Unterlassen kann sich allerdings auch aus einer Verkehrssicherungspflicht ergeben. Und das ist für die Klausur ein sehr wichtiger Parameter für Sie, ein sehr wichtiger Punkt, den Sie bearbeiten müssen. Sie müssen sich klar machen, woher können sich diese Verkehrssicherungspflichten überhaupt ergeben. Zum einen aus Verkehrseröffnung. Das heißt, ich eröffne hier meinen Raum, in dem ich stehe, dem Verkehr. Er darf hier hin und her laufen. Und dann muss ich eben dafür sorgen, dass keine Gefahren von diesem Raum ausgehen. Also ich muss hier habe ich eine Verkehrssicherungspflicht, die den Raum so zu gestalten, dass Verletzungen vermieden werden. So typischerweise Supermarktvermieter oder ein Friedhof, auf dem zum Beispiel die Standfestigkeit von Grabsteinen in regelmäßiger Zeit kontrolliert werden muss, damit sie nicht jemandem auf die Füße fällt. So, dann eine Verkehrssicherungspflicht aus einem anderen Bereich, und zwar aus der Gewalt über gefährliche Gegenstände, wie zum Beispiel Maschinen, die eingesetzt werden. Also wenn Sie zum Beispiel eine große Maschine am Straßenrand einsetzen, die Verkehrsteilnehmer gefährden könnte, dann sind Sie eben verpflichtet, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um den Rechtsverkehr ordentlich zu schützen, was eben mitunter eine Beschilderung, eine Absperrung, Abstellen von zum Beispiel Arbeitskräften, die darauf hinweisen und aufpassen, dass nichts passiert und eine erhöhte Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang eben aufweisen. Ein Beispiel wäre weiter noch Motorsportveranstaltungen, dass eben von den eingesetzten Maschinen so wenig Gefahren ausgehen wie überhaupt nur möglich. Beziehungsweise ich diesen Gefahren durch Vorkehrungen, Netze, sonst irgendwas begegne, Reifenstapel am Rand, damit die Autos nicht in die Menge rasen, wenn sie aus dem Takt kommen und so weiter. Also ich denke hier völlig klar, um was es geht. Und dann kann eine Verkehrssicherungspflicht natürlich auch aus Produkthaftung entstehen. Hier allerdings die Produkthaftung und das Produkthaftungsgesetz, das werden wir uns gesondert mal vornehmen und behandeln. Hierzu erhalten Sie einfach ein Vertiefungsvideo, deswegen verweise ich Sie erst einmal darauf hin. Wie Sie ja gesehen haben in unserem ursprünglichen Schema, müssen wir ja auch zweimal die Kausalität prüfen, also die haftungsausfüllende Kausalität und die haftungsbegründende Kausalität. Es gibt hier zwei Dinge, die Sie sich eigentlich nur merken müssen. Zum einen, was ist Kausalität und aus welchen Bestandteilen besteht sie? Und zum anderen, was meint eigentlich haftungsausfüllende und was meint eigentlich haftungsbegründende Kausalität?
Wenn Sie jetzt dieses Schema hier angucken, Handlung führt zu Rechtsgutsverletzung und Rechtsgutsverletzung führt zu dem jeweilig eingetretenen Schaden, dann ist der Zusammenhang zwischen der Handlung und der Rechtsgutsverletzung, meint die haftungsbegründende Kausalität. Also hier wird die Haftung begründet. Und hier das Verhältnis zwischen Rechtsgutsverletzung und dem dann eingetretenen Schaden bezeichnet die sogenannte haftungsausfüllende Kausalität. Was bedeutet, hier wird eben die Haftung ausgefüllt durch den Schaden, der entstanden ist. Und wir gucken dann eben, ob hier die Kausalität besteht. Jetzt haben wir die erste Frage schon mal geklärt. Wir wissen schon mal, wo gehören die Begriffe überhaupt hin? Jetzt gibt es allerdings die zweite Frage, welche Kriterien lege ich an, um die Haftungsausfüllung und die Haftungsbegründung zu bewerten? Zunächst Ihnen bekannte Formel, die meistens allerdings in der Klausur nicht wirklich weiterbringt, außer es liegt nicht einmal vor, ist die Conditio sine qua non Formel. Also eine Ursache ist dann äquivalent kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass die Rechtsgutsverletzung entfiele. Und beim Unterlassen müssen Sie eben modifizieren. Das heißt, eine Ursache ist dann äquivalent kausal, wenn sie nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. So, Sie wissen aus dem Strafrecht, das brauchen wir nicht wiederholen. Und wenn ja, dann schauen Sie bitte in die strafrechtlichen Videos rein, dass das eine sehr weite ein sehr weites Kausalitätsverständnis ist und wir das ergänzen müssen, damit wir das irgendwie kompakter kriegen, fassbarer kriegen und wir nicht eine uferlose Haftung hier begründen. Zum einen können wir die Adäquanztheorie heranziehen, die häufig auch schon hilft in den Fällen. Und zwar ist die Zurechnung dann ausgeschlossen, wenn Umstände höchst ungewöhnlich waren und der Erfolg nicht voraussehbar war. Also wir haben hier eine Ungewöhnlichkeit der Ereignisse und eine Vorhersehbarkeitsprognose, die wir treffen müssen. Also diese beiden Umstände, das ist wichtig, dass Sie diese zwei Aspekte herausnehmen und in der Klausur einfach untersuchen. Häufig hilft das schon weiter. Am anspruchsvollsten, und hierzu werden wir uns Fälle angucken in weiteren Videos, ist die Lehre vom Schutzzweck der Norm. Das ist, wo die Punkte in der Klausur liegen, wenn es darum geht. Also schreiben Sie da auch nicht zu viel, wenn überhaupt nichts dazu im Sachverhalt ersichtlich ist oder Sie eben erkennen, dass dort nicht der Schwerpunkt liegt. Aber wenn er dort liegt, dann gibt es dort viele Punkte. Und zwar müssen Sie sich fragen, ob die Norm vor dieser Rechtsgutsverletzung bzw. diesem Schaden, der eingetreten ist, bewahren wollte. Wir werden uns hier auch noch etwas genauer damit auseinandersetzen. Schauen wir uns aber erst einmal kurz die Rechtswidrigkeit an. Die Rechtsgutsverletzung indiziert die Rechtswidrigkeit. Allerdings haben wir uns schon einmal etwas angeguckt, wo Sie wissen, da war es anders, und zwar die sogenannten Rahmenrechte. Wenn Sie sich zurückerinnern, haben wir das subsidiäre allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb geprüft. Bei denen wird die Rechtswidrigkeit nicht indiziert und ist eben positiv zu prüfen. Die Rechtswidrigkeit kann aufgrund vieler Normen ausgeschlossen sein, die Sie hier der Präsentation einfach entnehmen und auch einfach mal lesen, damit Sie diese in der Klausur erforderlichenfalls zur Hand haben. Auch die berechtigte GOA kommt in Betracht. Eine besondere Problematik besteht beim ärztlichen Heileingriff und das verkehrsrichtige Verhalten. Auch wenn es nicht völlig unumstritten ist, die Fallgruppe nach der herrschenden Meinung lässt verkehrsrichtiges Verhalten die Rechtswidrigkeit entfallen. Ein sehr zentrales Thema im Rahmen der Prüfung von § 823 Absatz 1 ist das Verschulden. Grundsätzlich, was meint Verschulden überhaupt? Verschulden meint Vorsatz und Fahrlässigkeit. Und wichtig ist, dass Haftungsprivilegierungen, die Sie aus anderen Rechtsgebieten, insbesondere denken Sie an § 680 im Rahmen der Geschäftsführung ohne Auftrag oder denken Sie an den innerbetrieblichen Schadensausgleich im Rahmen des Arbeitsrechts, schlagen auf das Deliktsrecht durch. Warum tun Sie das? Na, ist ja klar. Stellen Sie sich vor, es gibt vorher eine Haftungsprivilegierung bei irgendwelchen Tatbeständen und dann kommen Sie über 823 und dann haftet derjenige doch. Dann wäre quasi die Haftungsprivilegierung entwertet und würde nicht durchgreifen. Und aus diesem Grund ist in der Regel geboten, die Haftungsprivilegierung auch auf andere Rechtsgebiete zu erstrecken. Was sehr wichtig ist und Sie sich für die Klausur merken, ist, dass eine Zurechnung über 31 analog in Betracht kommt. Also 31 gilt eigentlich für den Verein, den Archetypus der juristischen Person. Und Sie wenden über 31 analog diesen Paragraphen, also 31 analog an, wenn Organe einer juristischen Person gehandelt haben. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass eine juristische Person selbst nicht handeln kann und durch ihre Organe handeln muss. Aus dem Grund ist es geboten, hier eine Zurechnung vorzunehmen. Um
etwas zu verschulden, muss ich verschuldensfähig sein? Das ist so der letzte Punkt, den Sie dann prüfen. Und hier schauen Sie einfach einmal in Paragraph 828.1 Absatz 2, Absatz 3 und in 827 Satz 1. Das ist wichtig, dass Sie hier eben betrachten, wann, in welchem Alter ist man für was verschuldensfähig und nicht. Und wie sieht das aus, vielleicht altersunabhängig, und zwar die Unzurechnungsfähigkeit, dass man sie sich einmal anguckt. Hier allerdings bei 827 Satz 2 beachten Sie, insbesondere Satz 2 gilt es zu beachten, dass Sie das einmal gelesen haben, habe ich mich allerdings schuldhaft in den nicht schuldhaften Zustand versetzt, dann habe ich es doch zu verschulden. Also hier recht einfach und anhand der Gesetzeslektüre zu lösen. Allerdings ist es notwendig, sich das einmal angeguckt zu haben. Vielleicht noch ergänzend zur Zurechnung, hüten Sie sich davor, hier Paragraph 278 zu erwähnen. Paragraph 278 ist nicht anwendbar im Rahmen des Deliktsrechts. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, und wenn Sie den verletzen, dann verlieren Sie in der Klausur viele Punkte. Das ist das Wichtigste als Einführung erst einmal ins Deliktsrecht gewesen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen beim Gucken der weiteren Videos viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.